Klein und sehr oho, auch unsere nächste Künstlerin. Die große Chance 2011, vielleicht können Sie sich erinnern. Sie ist Kindergartenpädagogin und sie hat in Wirklichkeit Conchita Wurst den Weg bereitet. Muss man ganz ehrlich sein. Sie ist lesbisch, sie ist verheiratet, sie hat ein Kind. Sie ist, ich glaube, 1,46 Meter groß und sie hat die größte Stimme, die man sich vorstellen kann. Christina Hödl! Wieso? Wie geht es dir? Was singst du? Achso, nein, das wollte ich gar nicht so genau wissen. Ich habe mir gedacht, du redest noch was und wir haben noch ein bisschen Zeit. Und so. Passt. Ja, aber habe ich jetzt alles richtig gesagt? Mit deiner Körpergröße und so? Hast du das genau beschrieben? 1,46. Passt. Ich bin ein bisschen größer geworden, aber es passt. Da soll ich jetzt gehen? So, ich habe den Vorteil, ich muss euch echt sagen, ich bin total aufgeregt, aber ich sehe keinen von euch im Publikum. Das macht der Vorteil der Scheinwerfer, was ich von der Adriane bekommen habe. Es wird wahrscheinlich von euch keiner lesen können, war von ihrem kleinen Burm, der so alt ist wie meine Tochter, die Lucia, ist der Luca, wo oben steht Danke. Und genau aus dem Grund bin ich heute dabei und ich habe natürlich versucht, meine Musiker zu mobilisieren. Und sie waren halt alle sehr dankend dabei. Ich muss ja dazu sagen, dass es heute ein Moment ist, der mir ein bisschen schwerfällt, weil auch ich in der Familie meinen besten Freund, meine beste Mama verloren habe vor 6 Jahren. Und das natürlich ein Grund war, womit die Adriana nicht wirklich fragen muss, warum ich daran teilnehme, sondern ich nehme daran teil. Und wie viel Zeit haben wir noch zum Quatschen? Ich hätte so viel. Das Einzige, was ich noch sagen möchte, wir waren heute bei der Generalprobe dabei und die Adriane Zartl hat gemeint, und das ist wirklich so, wir nehmen unsere Gesundheit einfach so dahin. Wir nehmen die Gesundheit im Alltag so dahin, wir nehmen die Gesundheit so dahin, wenn wir aufstehen. Wir nehmen die Gesundheit so dahin, wenn wir schlafen gehen, wenn wir es einfach nicht spüren. Nehmt eure Gesundheit ein bisschen mehr wahr. Und mehr sage ich nicht, wenn ich mein Instrument dazu finden würde. Da ist es schon. So, genug gesagt und wir spielen einfach. You said you would die for me. That's just what.
cry for me, cry for love of me. You would say you'd die for me. That's just what you said. Stand on me, you can come on me. I thought you had your eyes on me. That's just what you said. Not with some, but you just won. You just lost one. It's a city I'll come. What the hell was that? You might win some, but you lost one. You just lost one. It's a city I'll come. What the hell was that? But you lost one, you just lost one. It's a city I've come. What the hell was that? You might win some, but you lost one. You just lost one, it's a city I've come. What the hell? Ich hätte eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Das Lustige ist, ihr seht es wahrscheinlich alle uns, aber ich kann nur von mir ausgehen, ich sehe keinen von euch. Das haben die Scheinwerfer so an sich, Gott sei Dank. Der nächste Song heißt You Have to Take. Also nehmt es uns einfach so, wie wir sind, egal welche Hautfarbe, egal welches Problem, egal aus welcher Familienkonstruktion. Ich glaube, dass wir echt alle aus demselben Pottich kommen. Also reißt euch alle ein bisschen mehr zusammen. Aber ich glaube, das geht nicht an diejenigen, die heute da sitzen, sondern ein bisschen mehr nach außen. Und genau um das geht es heute. Und damit wollen wir uns zumindest als Band von heute verabschieden. Und es ist ja total lustig. Ich weiß nicht, Adriane, wie viel Zeit wir haben zum Quatschen. wir sind heute die Zweiten oder Dritten. Und deswegen lasse ich mir mein Wort gar nicht so verbieten, weil wir da die Ersten sind. Und damit möchte ich ganz einfach sagen, ich bin stolz heute mit meiner Band, das heute zu performen zu können, weil es als Künstler nichts Einfacheres gibt, als einfach da zu sein und euch mit unserer Musik beglücken zu können. Und wenn das ein guter Beitrag war, dass ihr alle spendet, dann sind wir alle glücklich. Herzlichen Dank. Thank you.
But you have to take people as they are. But you have to take people as they come. But you have to take people as they are, as they come. Ha! Someone is crying. Someone is alone. On the count. Darf ich das so verlangen? Aber danke, Adriana, dass wir daran teilnehmen durften und Teil davon sein konnten. Passt. 1, 2, 3, 4. And but you have, and just to take people, and as they are. And but you have, and just to take people, and as they are. And I can't. Dankeschön. Christine Hödel, meine Damen und Herren.